zurück aus dem Büro, ehe das hier wieder in die übliche Arbeitssituation geht, bin ich aktuell bemüht, erstens alle Wildnisvideos zu schneiden und zweitens dieses Buch nicht aufzugeben, was ich in der Wildnis ja nicht hinbekommen habe zeitlich. Und ich habe jetzt tatsächlich eine richtig, richtig hübsche kleine Ferienwohnung auf Airbnb gefunden für den Februar, die preislich so ist, dass ich sie mir für 2 volle Wochen leisten könnte und dann in diesen 2 Wochen alles schaffen muss, also Überarbeitung und die restlichen Wörter schreiben. Ich habe da jetzt gerade mal angefragt und schaue mal, ob das alles klappt. Und wenn das klappt, dann haben wir vielleicht noch eine Chance, Anfang des Jahres die Trilogie doch fertig zu kriegen und auch noch eine Schreibauszeit zu haben. Das ist mein To-Do. Aber jetzt muss ich erstmal noch die restlichen Wildnisvideos schneiden. Da sind noch eine Menge da und natürlich auch unser Urlaubsvideo. Und da denkt man gerade, jetzt kehrt hier Normalität ein. Oh, mein Akku ist ja immer noch leer. Scheiße, schnell machen. Und da hat mein Freund, verlobter Freund, Corona. Was kein Wunder ist. In diesem Flugzeug. Also es herrschte, als wir geflogen sind, auf Hin- und Rückflug noch Maskenpflicht in den Flugzeugen. Und die haben alle die Maske abgenommen. Und zwar nicht beim Essen, sondern einfach so. Und haben sich mega lustig gemacht und die ganze Zeit so, was trägst denn du noch Maske, so ein Quatsch. Und haben sich echt total wie die letzten Vollpfosten benommen, wie die letzten dummen Kinder. Ja, wir waren die einzigen mit Maske mal wieder. Und ja, jetzt haben wir den Denkzettel, also es hat wohl nicht gereicht. Mein Freund ist jetzt positiv, das passt vom Timing auch. Wir hatten nach dem Flugzeug keinen Kontakt zu nichts mehr, das heißt, es war auch da und 2 Tage, bis er sich Symptome aufgetreten sind. Jetzt ist er seit 2 Tagen krank. Der Selbsttest hat aber erst heute Morgen angeschlagen und das ist ärgerlich. Ich wollte nämlich heute zu meiner Oma, weil es der ja so schlecht geht mit ihrem Rücken. Und jetzt kann ich da natürlich, oder möchte ich da natürlich nicht hin. Ich hatte zwar einen Negativtest, aber ich denke, ich werde es jetzt auch kriegen von ihm dann. Und ich will nicht, dass Oma zusätzlich zu ihrem Rücken von mir noch Corona kriegt, deswegen fällt das jetzt aus. Was ärgerlich ist, ich hatte Geburtstagsgeschenke für sie hier, weil sie Geburtstag hatte. Wir wollten eigentlich schön Kaffee trinken gehen und auch die Ergebnisse vom MRT besprechen und all solche Sachen. Aber danke, ihr Kleinen. Entschuldigt, ich muss jetzt einmal richtig fluchen. Hurensöhne aus dem Flugzeug, dass ihr mir diesen Teil jetzt auch noch gebracht habe, dass ich pünktlich zu Beginn meiner Arbeitszeit im Büro dann wahrscheinlich krank bin. Ich kann mich nicht krank schreiben lassen, im Gegensatz zu meinem Verlobten, der das glücklicherweise als Angestellter kann. Ich werde jetzt für 10 Tage für uns einkaufen. Falls ich dann auch krank werde, können wir hier isoliert bleiben und vor uns hin siechen. Ein Hoch auf den Bodensatz unserer Gesellschaft. So, wir bekämpfen Corona jetzt mit natürlichen Mitteln. Mit viel Gemüse und noch mehr Gemüse und ein paar Nudeln. Und hier versteckt sich Huhn. Was sagst du? Du bist nicht im Bild, du kannst den Raum betreten. Der Infizierte betritt den Raum. Oh Gott! Wir warten immer noch gespannt darauf, wann es mich erwischt und ob es mich erwischt. Also vom Timing her haben wir alles gecheckt, es kommt aus dem Flugzeug. Danach war ja auch nichts mehr und davor auch nicht. Also das heißt, es ist jetzt spannend. Eigentlich müsste ich mich morgen oder übermorgen, dann müsste mein Test auch anschlagen. Aber vielleicht ja auch nicht, mal gucken. Erstmal, vorsichtshalber, esse ich schon mal viel Hühnersuppe und versuche meinen Freund irgendwie damit aufzupäppeln. Und ja, wir sind auch sowieso ab jetzt isoliert. Also ich habe für 14 Tage Lebensmittel hier. Arbeit gibt es genug, die ich machen kann. Raus gehe ich eh nicht. Und ja, mein Freund ist krankgeschrieben. Jetzt haben wir erstmal hier gleich Mittag. Aber ich muss vorher noch Sport machen. Falls ich nämlich erkranke, muss ich vorher noch Sport machen. Wichtig. Die erste gelungene Hühnersuppe meines Lebens. Ich bin
schon ein bisschen stolz. Corona-Isolationstag 5 und ich bin negativ immer noch. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir sind erstaunt. Mein Verlobter macht heute nochmal einen Test, um zu gucken, ob er schon keinen Strich mehr auf dem Test hat. Es geht ihm auch schon relativ gut wieder. Also es gab so 3 Tage, wo wirklich ordentlich Erkältung war. Aber es war eher alles so mechanisch. Also Nase putzen, so triefig alles und kurzatmig vielleicht ein bisschen, aber das ist bei uns Rauchern normal in solchen Situationen. Aber kein Fieber, keine Dramen. Bisher so ganz gut. Merkwürdig ist halt, dass ich immer noch negativ bin, weil wir hier ganz normal zusammen leben. Also wir haben zwar jetzt darauf verzichtet, uns irgendwie zu küssen oder irgendwie aus einem Glas zu trinken oder solche Sachen, aber grundsätzlich sind wir hier 24 Stunden am Tag ohne große Lüftung eingesperrt miteinander und ich hätte es eigentlich kriegen müssen. Gut, vielleicht kommt es noch. Falls nicht, nutze ich weiterhin hier meine Mobilität für Sport. Ich war wirklich erstaunt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe in dem Vlog. Ich habe im Urlaub tatsächlich noch mal 1 Kilo abgenommen. Wie ich das geschafft habe bei all dem Eis und allem, weiß ich nicht. Weil wir auch viel uns bewegt haben da. Und ich würde das jetzt natürlich gern halten. Also aktuell achte ich nicht besonders auf die Ernährung. Ich koche sehr gesund, also das schon, also sehr vitaminlastig und so, weil Erkältung und Corona und so hier ja ist. Aber ich gucke jetzt nicht, dass ich irgendwie wenig esse oder diätisch esse oder irgendwas. Und ich nasche auch schon Marzipankartoffeln und Lebkuchen, weil die ja schon in den Supermärkten lagen. Aber ich versuche das mit dem Sport durchzuziehen, damit es auch einfach alles da bleibt, wo es ist. Das werde ich jetzt tun. Witzigerweise fühle ich mich nämlich total eingesperrt. Also wir verlassen ja momentan das Haus nicht, weil auch wenn ich noch negativ bin, heißt das ja jetzt nichts bei diesen Schnelltests. Die erkennen das ja erst, wenn es richtig im Gange ist. Und normalerweise, also jeder, der mir folgt, weiß ja, dass ich das Haus eigentlich nie verlasse. Also nur einmal die Woche am Samstag zum Einkaufen. Und auch damit eigentlich nie ein Problem hatte. Aber ich muss gestehen, jetzt nach der Wildnis, nach dieser Freiheit und der frischen Luft und allem und dem Urlaub und dem Meer, ist es echt ein komisches Gefühl, hier eingesperrt zu sein. Also ich wüsste auch gar nicht, wo ich hingehen soll, um dieses Gefühl zu bekämpfen. Hier gibt es ja nun in Bremen nichts, vor allem wettertechnisch. Momentan ist ja jetzt Herbst angebrochen, wo man sich hinbegeben könnte. Naja, aber Sport ist immer so ein bisschen, finde ich, dann geht es einem immer gleich ein bisschen besser. Warum habe ich eigentlich diesen Winkel so ultra scheiße eingestellt, dass ich hier die ganze Zeit mich so krümmen muss? Besser. Ja, ich sehe auch aus wie so ein Zottel. Heute ist so ein richtiger, grauer, zotteliger, knatschiger Tag. Ich habe mir letztens bei TK Maxx eine neue Sporthose gekauft. Die sieht allerdings aus, es erinnert mich irgendwie an eine Windel. Seht ihr, sie ist so ganz steif. Bewegt sich nicht und sitzt so ganz, also, und ich fürchte, wenn ich gleich Sport mache, hört mal, werde ich diese Geräuschkulisse des Raschelns die ganze Zeit haben. Aber sie hat auch Taschen, was ja auch ganz praktisch ist. Ich fand die irgendwie cool, weil die so ein bisschen retro ist, aber irgendwie finde ich sie jetzt, also ich fühle mich eigentlich wie gewindelt. Ja, damit trotzdem mal Sport machen. So, einige Zeit vergangen. Es ist Sonntag und ihr seid irgendwie schief. Ach, egal. Es ist Sonntag. Mein Freund ist mittlerweile genesen. Ich habe mich nicht angesteckt. Ich war die ganze Zeit negativ. Keine Ahnung, wie das geht. Aber es ist so. Das bedeutet, dass ich auch die Erlaubnis habe, heute endlich in die Wildnis zu fahren und meine Oma zu sehen. Der geht es ja jetzt seit, ich glaube, 6 Wochen hat die ganz schlimm Rücken. Die haben auch ein MRT gemacht. Also da ist tatsächlich ein ganzes Stück von einem Rückenwirbel einfach weg. Das ist halt irgendwie alles gebrochen und hat sich dann irgendwie abgebaut. Und dadurch hat sie jetzt sehr starke Schmerzen, die irgendwann angeblich wieder besser werden sollen. Aber halt nicht über Nacht. Und das ist ganz schlecht. Also alles nicht so schön in der Ecke. Zudem war ich jetzt ja seit der Wildnis nicht mehr in der Wildnis. Das heißt, wir haben heute entschieden, dass wir Oma da irgendwie hinkarren, damit sie ein bisschen frische Luft bekommt.
Und Mama und ich machen ein bisschen Arbeitsdienst. Mein Freund bleibt diesmal noch hier. Also dadurch, dass Oma jetzt ausfällt, vermutlich auch länger, ist jetzt, also bleibt jetzt halt die gesamte Herbst-Frühjahrswildnis an Mama und mir hängen. Ich kann ja eigentlich im Herbst und Frühjahr nicht. Das heißt, mein Freund wird jetzt auch mitrekrutiert, wird aber jetzt auch immer mitkommen müssen. Das wird heftig dieses Jahr, aber gut, das sind alles die Probleme aus der Zukunft. Jetzt erstmal heute. Ich fahre da jetzt mal hin und wir werden da einen Kaffee trinken und arbeiten und ja, mal gucken, wie es so aussieht, ob dieses bescheuerte Dach endlich fertig geworden ist. Der Dachdecker hat das ja irgendwie halb offen so gelassen. Es ist eine lange Schauergeschichte. Wir haben am Ende noch mehr dafür bezahlt, dass er so freundlich war, es zuzumachen. Und also wir gucken uns das heute mal an. Ich nehme euch natürlich mit. Wie immer an so einem Wildnissonntag ist ein Bad Hair Day und ein Bad Klamotten Day. Eigentlich wollte ich meiner Oma und meiner Mama zeigen, dass ich wunderbare 57 Kilo wiege inzwischen und meinen tollen neuen Kord-Mini-Rock mit einer schönen Strumpfhose anziehen. Aber da jetzt doch Arbeitsdienst angesagt ist, sind es doch wieder so die ältesten Klamotten mit irgendwie den ältesten Schuhen und ja. Alle Mädchenträume geplatzt. Gut, ich fahr jetzt los. Ich habe mal das Fenster auch hier aufgemacht, dass ein bisschen Luft reinkommt. Das ist echt komisch. Da habe ich gefühlt gestern noch gewohnt. Und jetzt liegen hier überall schon die hässlichen Teppiche auf den Teppichen. Maler, Vlies, alles, damit das schön geschützt ist, weil wir jetzt ja immer mit nassen Arbeitsschuhen hier durchtüdeln. Ist irgendwie total unwirklich. Na gut, aber ich bin soweit fertig. Ich werde jetzt noch den Kaffeetisch decken. Das erste, was natürlich ausgepackt wurde, war mein aktuelles Strickprojekt, beziehungsweise eigentlich ist das gar nicht mein aktuelles Strickprojekt. Das ist mein Fake-Strickprojekt. Denn mein aktuelles Strickprojekt ist ein Weihnachtsgeschenk für meine Mama. Was ich nicht sinnvoll heute hätte herbringen können, weil dann hätte sie es ja gesehen. Deswegen ich auf dieses umgeswitcht bin, also als Zweitstrickprojekt, neben dem Häkel-T-Shirt, was ich immer noch aus dem Urlaub fertig machen muss. Das ist, diejenigen, die versiert sind, werden es erkennen, es ist ein Gryffindor-Schal, ein Harry Potter-Schal. Ich bin allerdings noch nicht glücklich hier mit den Streifen. Man sieht hier einen leichten Versatz nach oben. Das liegt daran, dass ich die Randmaschen abhebe. Und wenn ich das tue, versetzen sich natürlich die Streifen auch. Und ich denke, ich werde es beim nächsten Streifensegment mal anders versuchen. Aber ich denke, ich kann jetzt so damit leben. Das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, ich hätte das wieder aufmachen müssen. Hier sieht man es auch sehr gut. Aber ich werde da nochmal anders ansetzen. Echt krass, in der Sonne kann man sogar im Hemdchen hier sein. Unglaublich. Ärgerlich, dass ich heute Laub haken muss. Ich würde viel lieber hier rumchillen.